Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Oliver Hartmann und dies sind die Themen für Dienstag, den 29. Januar. Anita Medrea aus Steierberg und Adrian Yoganaru aus Penningsel arbeiten bei Wiesenhof in Holte, bis der Schlachthof Ende März schließt. Danach wollen sie am Standort in Lohne bei Vechta weiter für Wiesenhof arbeiten. Der Hake haben sie erzählt, wie sie mit der neuen Situation umgehen. Seit einem halben Jahrhundert wirkt das CJD in Nienburg. Aus einer Einrichtung für Förderlehrgänge mit knapp 60 Jugendlichen ist ein Anbieter von diversen Bildungsangeboten mit rund 500 zu Betreuenden und 155 Mitarbeitern geworden. Gefeiert wird unter anderem mit dem Tag der Begegnung mit bunten Programmen und Live-Musik. Zum ersten Mal hat der Abiturprüfungskurs Darstellendes Spiel der Albert-Schweitzer-Schule ein Theaterstück im Nienburger Kulturwerk aufgeführt. In Chatroom geht es um virtuelle Freundschaften und Rivalitäten. Wir haben alles verloren, sagt Schausteller Christian Weber 3 Tage nach dem verheerenden Brand auf seinem Betriebsgelände in Heusinghausen. Das Feuer hatte am Freitag eine 500 Quadratmeter große Stahlträgerhalle, in der auch mehrere LKW, Wohnwagen und Verkaufsstände abgestellt waren, vollständig zerstört. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache gestalten sich schwierig. Auch die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zum Sport. Thorsten Melzer verlängerte beim Fußball-Kreisligisten RSV Rehburg und bekommt nach der Winterpause mit Axel Winkelhake einen neuen Co-Trainer zur Seite gestellt. Außerdem in der Fußballszene, Jens Hilgemeier kehrt ab Sommer zum SC Uchte zurück. Der 3. Spieltag der Radball-Verbandsliga war für den RV Halle vor heimischem Publikum in der Kreuzkruger Sporthalle eine insgesamt positive Angelegenheit. Die Brüder Yannick und Marvin Kalthofen holten vor der lautstärken Kulisse, unter anderem auch durch den 1. Haller Radball-Fanclub, 8 von 12 Punkten und halten damit Anschluss an die Aufstiegsplätze zur Oberliga. Die Lateinformation des TSC Blau-Gold Nienburg ist aktuell eine Klasse für sich. Beim 2. Turnier der Oberligasaison erhielten die Nienburger Tänzer erneut die Bestwertung, alle 5 Einsen. Damit geht der TSC in den 3 weiteren Turnieren als Aufstiegskandidat Nummer 1 an den Start. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Dienstag oder unter www.diehake.de.